Das Fasten und die kommende Fastenzeit, die im März beginnt, soll eine Zeit der Ruhe, Entspannung und auch Entschleunigung sein. Gewohnheiten, die jetzt vielleicht nicht so optimal sind, vielleicht auch schlecht sind, ablegen und neue Gewohnheiten sich ja, aneignen, sage ich mal, oder in seinem Alltag mit integrieren. Und ich möchte euch in dem Video ja, wohlbewährte Tipps und Tricks von mir euch mitgeben, wie ich zum Beispiel meinen Fasten ziemlich entspannt ja, durchziehe bzw. auch durchhalte. Bin jetzt auch schon wieder bei 22 Tagen, wo ich dieses Video drehe, und ich habe schon mehrere Fastenperioden hinter mir. Wichtig vor dem eigentlichen Fasten sind die Entlastungstage. Das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel einen Zeitpunkt wählt, in dem ihr fasten wollt, dass ihr jetzt zum Beispiel 3 Tage vorher diese Entlastungstage mit einbaut. Das heißt, dass ihr zum Beispiel sehr wasserreich isst, etwas immer weniger von Tag zu Tag isst. Auch da auch sehr leichte Kost, zum Beispiel grünes Blattgemüse oder ähnliches. Und so euren Körper auch daran gewöhnt, dass ihr jetzt in die Fastenzeit geht, dass ihr immer weniger isst, dass ihr da auch nicht am Anfang bei der Fastenzeit nicht so viel Probleme habt, vielleicht einen schweren Magen oder euch dann am nächsten Tag schlecht fühlt zum Beispiel. Deshalb, was ihr auch machen könnt, ist euren Darm schon mal vorher entleeren und reinigen. Kann man zum Beispiel mit Einläufen machen oder auch mit Cassia Fistula. Die Stange habe ich jetzt auch gerade hier. Da würde ich, wenn ihr jetzt noch nicht euren Körper noch nicht so weit gereinigt habt, noch nicht so viel Erfahrung habt, würde ich da ein Plättchen vielleicht nehmen, das lutschen oder in Wasser einweichen. Das sorgt dafür, dass es nochmal abführend wirkt, damit euer Darm nochmal zusätzlich entleert und gereinigt wird. Scheiße! Leck mir was! Von vielleicht groben Giftstoffen zum Beispiel auch noch rausgeschieden werden, damit ihr einen angenehmen Einstieg ins Fasten habt. Damit ihr euch beim Fasten wohlfühlt, viel Energie habt und nicht solche Entgiftungserscheinungen habt wie Schwindel, Müdigkeit, vielleicht Gelenkschmerzen oder ähnliches, ist es von besonderer Bedeutung auch zu entgiften. Natürlich neben den Sachen, wenn ihr zum Beispiel Wasserfasten macht, auf qualitativ hochwertiges Wasser achten. Ich mache das zum Beispiel, dass ich dampfdestilliertes Wasser nehme, was ich mir selbst zubereite und das dann mit Schungitsteinen strukturiere. Oder ich habe auch meine eigene Orangenpresse, wo ich zum Beispiel in der Saison gerade frisch gepresste Orangensäfte trinke, oder mit meinem Angel Juicer, wo ich zum Beispiel Selleriesaft mit ein bisschen Apfel zum Beispiel entsafte. Da halt auf diese beiden Sachen halt drauf achten, dass das qualitativ hochwertige Säfte sind. Beim Entsafter zum Beispiel auf einen Slow Juicer achten. Aber neben diesen beiden Sachen, von was man sich zuführt, zum Beispiel beim Fasten, ist es halt wichtig, andere Entgiftungsmethoden zu nutzen. Der Körper hat viele verschiedene Entgiftungsmöglichkeiten. Einerseits den Darm reinigen mit Einläufen, oder man kann auch Zitroneneinläufe machen. Das tut man sich zum Beispiel in sein Einlaufwasser, welches lauwarm ist, zum Beispiel 6 Zitronen reinschneiden oder auspressen und das dann in seinem Darm von hinten reinlaufen lassen. What the hell are you talking about? Eine Möglichkeit, die andere habe ich ja auch erwähnt, Cassia Fistula bindet auch Giftstoffe. Was man vielleicht auch machen kann bei den Entlastungszeiten ist Bentonit, Zeolit und Flohsamenschalen. Kann man auch zum Beispiel nutzen. Aber jetzt zum Beispiel beim Fasten an sich oder was ihr halt während der Zeit halt auch macht, ist jetzt zum Beispiel für die verschiedenen Bademethoden, also zum Beispiel Basenbad, mache ich sehr gerne. Also Basenbad in Waschsoda habe ich auch ein Video dazu gemacht. Warum Waschsoda zum Beispiel besser ist als Natron, weil ich oben hier eine Infocard verlinken, aber hier auch basische Bäder machen, mindestens 45 Minuten, damit halt über die Haut per Osmose die Giftstoffe rausgezogen werden. Ist auch, unterschätzen sehr wenige, dass sie zum Beispiel nicht baden, ist sehr wertvoll. Dann natürlich auch Sonnenbaden, jetzt im Frühjahr, wenn es dann wärmer wird, geht freizügiger raus, lasst Sonne an euer Gesicht, an eure Haut, da wird auch, ja, geht es euch auch natürlich besser, wird auch viele verschiedene Hormone auch mit produziert, die den Körper auch wieder unterstützen. Und natürlich auch Luftbaden hilft dem Körper auch. Die Haut atmet, ist eins der größten Entgiftungsorgane. Und bei mir ist es zum Beispiel der Fall, dass ich, wenn ich sehr freizügig laufe oder zum Beispiel bei mir in der Wohnung oder im Haus fast nackt rumlaufe, dann... Sie begehen eine Straftat. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, was Sie machen. Sie begehen eine Straftat. Fühle ich mich halt einfach besser, weil die Haut an Luft kommt, da auch Feuchtigkeit, Sauerstoff mit aufnimmt und es einfach mithilft, die Poren auch zu öffnen. Bisschen auch Kälteabhärtung.
Und dann könnt ihr auch über die Haut ziemlich gut entgiften. Noch ein wichtiger Punkt beim Sonnenbaden ist auch, wenn ihr noch nicht so weit seid von der Entgiftung her und ihr fängt dann an, in der Sonne zu schwitzen, also wenn ihr nur rumliegt, dann solltet ihr mit dem Sonnenbaden aufhören, weil das ist ein Zeichen, dass es zu viel für euren Körper ist. Während der Fastenzeit ist es sogar erwünscht, dass ihr euch bewegt. Also macht euren Kraftsport, macht euren Ausdauersport oder was auch immer. Ich habe in der jetzigen Fastenzeit bemerkt, wenn ich zum Beispiel etwas schlapp bin, müde und eine Entgiftungszeitkrise habe, dass mir der Sport in der frischen Luft sehr gut geholfen hat oder mein Krafttraining. Ich mache zum Beispiel Streetwear oder Ganzkörpertraining. Ihr könnt zum Beispiel auch ins Fitnessstudio gehen. Macht da gar keinen Unterschied. Aber von dem her ist es einfach wichtig, um halt eure Lymphe mit anzuregen, weil das auch ein wesentlicher Entgiftungsorgan ist, euren Blutkreislauf mit anregen und eure Atmung bzw. auch Sauerstoff in den Körper mit reinbekommen. Also von daher joggt, lauft, macht euren Kraftsport, macht zum Beispiel Seilspringen, das mache ich auch sehr gerne, das vibriert, bringt ja den Körper so eine Vibration, ist auch sehr zu empfehlen. Trampolin geht natürlich auch, was ich auch noch mache, ist Tai Chi und Qigong, um einfach halt mit der Atmung so meditativ, ja, die Entgiftung mit zu regulieren, also über die Atmung wird auch sehr viel entgiftet und mit der Kampfkunst ist man auch ein bisschen aerobischer, was ich auch sehr schön finde. Wer zum Beispiel Yoga macht, ist da auch gar kein Problem, kann man auch ruhig machen. Ein wesentlicher Punkt, warum ich zum Beispiel auch Tai Chi mache, ist halt, weil ich mich noch nebenbei täglich eine Stunde dehne. What? Grund ist, warum ich mich so viel dehne, ist, um meine Faszien zu entklumpen, weil die Faszien ein weißliches, netzartiges, ineinander verwobenes Collagefasernetz sozusagen ist, was sich innerhalb des Körpers in vielen verschiedenen Bereichen ablegt, zum Beispiel um die Muskeln, um die Gelenke, um die Knochen, um die inneren Organe und dient sozusagen als Bindegewebe und die Faszien sind auch mit dem Blutkreislauf bzw. mit dem Lymphsystem auch eng miteinander verbunden. Und bei vielen, die sich halt eine unnatürliche Sitzhaltung haben, sich kaum bewegen, da merkt man einfach, dass die Faszien ziemlich hart und verklumpt sind. Und wenn ihr euch zum Beispiel regelmäßig Krafttraining und Kraftsport macht, dann habt ihr sogar nochmal einen zusätzlichen Vorteil, dass ihr eine gute Entgiftung habt, auch noch etwas kälteunempfindlicher werdet. Eine kleine Unterbrechung für eine kurze Mitteilung. Und zwar habe ich zwei neue Kurse veröffentlicht. Eine 42-Tage-Challenge für die Grundlage in die Permakultur und eine 22-Tage-Challenge für die Grundlage in die schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost und dem Fasten. Beide Kurse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dieser Punkt sollte eigentlich selbstverständlich sein, und zwar ausreichender und gesunder Schlaf. Wird leider bei sehr vielen etwas vernachlässigt, aber Schlaf ist auch ein wichtiger Zeitpunkt, um den Körper runterzufahren, wo auch das Gehirn die Sachen, die es zum Beispiel erlebt hat, verarbeitet und da auch sehr viel entgiftet wird. Wichtig beim Schlaf ist halt das Schlafhormon Melatonin zu bilden. Das wird zum Beispiel aus Serotonin gewonnen. Das ist zum Beispiel das Zufriedenheitshormon wird da zum Beispiel ausgeschieden, wenn ich sehr, sehr viel draußen in der Sonne zum Beispiel bin und Sonne tanke, deswegen auch das Sonnenbaden, wenn ich zum Beispiel Krafttraining oder ähnliches mache, also mich bewege und eine gewisse innere Zufriedenheit habe. Und da ist auch wieder der innere Punkt, auf den ich dann gleich zurückkomme, dass man den auch mit berücksichtigt. Man kann auch über mehrere andere Lebensmittel, zum Beispiel Tryptophan, eine Aminosäure, zu sich nehmen, um halt auch den Serotoninspiegel zu erhöhen. Aus diesem Serotonin wird dann das Melatonin in der Nacht. Und da ist es halt auch wichtig, dass der Schlafplatz so dunkel wie möglich ist, damit halt das Melatonin auch richtig gut arbeiten kann und aus diesem Melatonin dann später das Pinolin wird. Das Pinolin ist ein sehr starkes Antioxidant und ist auch mitverantwortlich für unsere Träume. Von daher versucht euren Schlafplatz wirklich so dunkel wie möglich zu halten. Versucht einen erholsamen Schlaf zu bekommen, um halt hier auch einfach fit und aktiv zu sein. Ich glaube, das kennt jeder. Wenn ihr mal richtig gut ausgeschlafen seid, dann seid ihr einfach aktiver, im Kopf etwas klarer. Von daher schlaft ausreichend und genügend und erholsam. Kommen wir nun zur Psyche, weil das Mentale und die Psyche auch ein wesentlicher Faktor bei dieser Entgiftung darstellt. Weil ihr dadurch auch euch unnötig Stress verursachen könnt, weil wie gesagt, für den Körper ist es egal, ob ihr den Stress wirklich erlebt, zum Beispiel wenn ihr in einer Kampf- oder Fluchtsituation seid oder ob ihr einfach nur irgendwelches Drama ausdenkt. Mein Gott, nochmal, warum? 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 Ich verstehe das nicht.
da reagiert der Körper so ziemlich gleich drauf. Und da ist es da wichtig, auch wieder an eure Traumaten zu arbeiten, an eure Konflikte mit zu arbeiten, um einfach diese emotionale Entgiftung zu haben. Ihr werdet so oder so wahrscheinlich, wenn ihr fastet, emotional entgiftet. Da wird wahrscheinlich kein Weg bei den meisten dran vorbeiführen, dass da irgendwelche Konflikte hochkommen. Arbeitet die auf, dann fühlt ihr euch erstmal besser und erleichtert. Das könnt ihr das Fasten auch ziemlich gut nutzen und versucht aus diesem Drama halt herauszukommen und regt euch nicht wegen allen möglichen Kleinigkeiten aus. Hier kann ich auch wieder nur die Videos, zum Beispiel Hörbücher von oder die Bücher im Allgemeinen von Paul Wasselaweg empfehlen oder von Dale Carnegie, dass man sich so ein bisschen mit der Psychologie auch beschäftigt und halt weiß, wie der Körper funktioniert. Vielleicht auch ein bisschen auch mit der sozialen Programmierung, die man von seinen Eltern aufgenommen hat und die es halt auch in der Umgebung oder im Umfeld mitspielt. Und auch ein wichtiger Punkt ist halt auch, was mit der Psyche zusammenhängt, dass ihr euch irgendwelche Hobbys zum Beispiel sucht, irgendwelche Tätigkeiten, damit ihr euch nicht die ganze Zeit auf das Essen zum Beispiel, auf das Trinken fokussiert. Und wenn ihr zum Beispiel beschäftigt seid, irgendein Hobby nachgeht, was euch Spaß macht, was euch keinen Stress bereitet, wo ihr kreativ seid, wo ihr da einfach aufgeht, wie zum Beispiel bei mir hier im Garten, dann vergesst ihr doch komplett die Zeit, dann seid ihr einfach zeitlose Wesen und auf einmal, hupp, 3 Stunden vorbei und man hat dann keinen Hunger gespürt oder sonst irgendein Bedürfnis gehabt. Und bei den vielen ist das meistens, die essen halt einfach, weil es ihnen langweilig ist, die trinken einfach, weil ihnen langweilig ist oder einfach nebenbei, was halt auch irgendwelche Angewohnheiten sind. Also schaut einfach, dass ihr so ein paar Hobbys einfach weiter pflegt während der Fastenzeit, weil hier habt ihr da genügend Zeit. Habt ihr auch Hobbys? Und dann habt ihr hier so einen wirklich guten Standpunkt, dass ihr da euch wegen dem Essen oder wegen dem Trinken nicht so viel Stress in den Kopf einredet. Eine Tätigkeit, die ihr zum Beispiel nachgehen könnt, ist Meditation. Mache ich auch jeden Tag, kann ich auch nur jeden wärmstens empfehlen, einfach mal für 10 Minuten, 20 Minuten oder 30 Minuten einfach am Tag mal die Birne versuchen abzuschalten, zu sich in die Ruhe zu kommen und zu meditieren. Sorgt auch dafür, dass weiteres Melatonin zum Beispiel ausgeschüttet wird. Eine Motivation für euer Fasten könnte es zum Beispiel sein, sich so ein kleines Fastenziel zu setzen. Also überlegt euch schon mal vorher, wie lange ihr denn fasten möchtet, zum Beispiel eine Woche oder 2 Wochen. Und schaut dann aber auch dabei, während ihr fastet, wie es euch dabei geht. Also wenn zum Beispiel einen Tag mal so euch vielleicht nicht ganz so top oder wohlgesonnen fühlt, vielleicht ein bisschen Energie schlappt, dann schaut es, wie es am nächsten Tag wird. Meistens ist es so eine Entgiftungsheilkrise, aber wenn dieser Zustand zum Beispiel immer schlimmer wird mit jedem Tag und ihr euch dann zum Beispiel durchs Fasten quälen müsst, dann hört auch vorzeitig auf. Da ist auch wieder wichtig, hört auf euren Körper, welche Signale ihr euch gibt und versucht nicht alles aus dem Kopf heraus zu erzwingen, also mit dem Kopf durch die Wand. Wenn euer Körper sagt euch schon mal, wann es zu viel wird oder wann es zu wenig wird, und macht euch dann wirklich auch keinen Kopf darauf. Freut euch ja trotzdem, wenn ihr zum Beispiel euch 7 Tage vorgenommen habt und nur 3 geschafft habt, ist kein Beinbruch, ist doch wenigstens ein Anfang. Versucht es halt langsam zu steigern. Meister ist ja auch noch nie vom Himmel gefallen, und als wir noch kleine Kinder waren, haben wir auch zuerst ein paar Monate lang vielleicht gekrabbelt, bis wir den ersten Schritt gemacht haben, und es hat ja auch eine gewisse Zeit gedauert, und wir haben es einfach meditativ, spielerisch gemacht, und so solltet ihr an die Sache auch mit rangehen. Vorbereitungen für ein längeres Fasten ist zum Beispiel das Intervallfasten, wenn ihr euch das angewöhnt habt, also zum Beispiel einen Tag üblicherweise 16 Stunden lang nichts ist und dann in einem Zeitraum von 8 Stunden dann etwas anfängt zu essen. Kann man dann immer weiter abspecken. Ich bin jetzt zum Beispiel an einem Punkt, wo ich 20 Stunden am Tag Intervall faste, wo ich nichts esse und trinke, und dann 4 Stunden, indem ich meine Säfte zu mir nehme und was esse. Und da könnt ihr auch schon euren Körper auf die Fastenzeit allgemein beziehungsweise auf längeres Fasten dran gewöhnen. Aber auch kurzzeitiges Fasten kann auch sehr hilfreich sein. Also das heißt, dass ihr zum Beispiel 3 Tage lang fastet, dann 2 Tage bis 3 Tage lang wieder was esst, dann wieder 3 Tage lang fastet und immer so diesen Wechsel macht, dass ihr immer mal wieder kurzzeitig fastet und kurzzeitig dann wieder was isst. Oder ihr könnt es auch so machen, dass ihr zum Beispiel euch das für mehrere Wochen lang so eine Gewohnheit macht, dass ihr zum Beispiel am Wochenende fastet oder am Wochenende einen Tag lang fastet und so einfach euren Körper daran gewöhnt, dass halt sich mal an kleine Fastenzeiten einfach gewöhnt und das als Grundlage nehmen, um halt länger fasten zu können. Das Fastenbrechen ist mindestens genauso wichtig wie das Fasten an sich oder auch die Entlastungstage. Und da ist es einfach wichtig, wenn ihr das Fasten brecht, dass ihr zum Beispiel sehr wasserhaltig zum Beispiel isst oder auch vollreife Früchte.
damit die zum Beispiel nochmal Giftstoffe, die gelöst sind, nochmal gut ausscheiden können. Genauso das gleiche wie mit den wasserhaltigen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Gurken, damit die einfach nochmal euren Körper etwas ausspülen. Ihr sollt einfach euren Körper wieder dran gewöhnen, halt etwas zu essen, und wasserhaltige Gemüse zum Beispiel oder Fruchtgemüse oder wasserhaltiges Obst ist halt einfach für den Körper leicht zu verdauen. Versucht es in Monomahlzeiten zum Beispiel zu euch zu nehmen. Und da auch eine kleine Anekdote von Arnold Eritz, Schleimfrei Heilkost, hat er das auch nämlich gesagt, da hat er jemand längere Zeit Wasser gefastet, hat dann Kartoffeln gegessen und die Kartoffeln sind dann in seinem Körper, das Röhrensystem sozusagen, stecken geblieben. Was? Weil ja dann doch zu stark oder zu schwer für den Körper zu verdauen sind. Das heißt, versucht die Tage nach dem Fasten wieder langsam zu steigern, esst leicht, versucht es wasserreich zu machen und steigert euch dann langsam wieder in das Essen rein. Noch ein paar kleine Abstufungen vom Fasten. Also wenn ihr zum Beispiel längere Zeit trocken gefastet habt, dann brecht das Trockenfasten mit Wasserfasten für mehrere Tage. Dann geht ihr vom Wasserfasten über zu verdünnten Säften. Und zum Beispiel macht ihr einen Orangensaft und tut ihn mit Hälfte mit Wasser verdünnen. Und dann geht ihr dann irgendwann von diesen verdünnten Säften rüber zu Saftfasten und dann wieder ganz normal zu herkömmlichen Essen. Es hängt einfach davon ab, je länger ihr zum Beispiel fastet, desto länger sollte eure Zeit sein, indem ihr halt euch wieder euren Körper wieder an Nahrung gewöhnt. So viel dazu. Jetzt steht eurem erfolgreichen, entspannten und ruhigen Fasten nichts mehr im Wege. Eine perfekte Vorbereitung, wenn ihr zum Beispiel im März anfangen wollt, bis Ostern zu fasten. Als kleines Beispiel, oder wenn ihr nicht so lange schafft, etwas kürzer. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren. Wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, werdet ihr immer wieder erreicht, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne auch Freunden, Bekannten und Familie von diesem Video auch zum Beispiel erzählen. Dann könnt ihr auch gemeinsam fasten. Gemeinsames Fasten ist immer was Schönes. Macht dann mehr Spaß, motiviert. Bitte teilt dieses Video auch an diese in Social Media Plattformen oder auch den Kanal, und gerne auch unten in die Kommentare schreiben, rein algorithmisieren, welche Fastenerfahrung ihr zum Beispiel gemacht habt, wie lange ihr schon fastet, wann ihr wieder fasten wollt und so weiter. Tauschen wir uns einfach gerne aus, und sonst findet ihr noch weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.